Still ist es geworden im Schweinehochhaus. Etage für Etage das gleiche Bild. Leere Ställe. Spinnweben. Das Wasser anscheinend abgestellt. Noch vor 2,5 Jahren lebten hier bis zu 3000 Schweine. Heute ist nichts mehr los. Und das sei auch gut, findet Tierschützer Jan Pfeiffer. Nach unseren Informationen ist das Schweinehochhaus jetzt genau 2 Jahre leer. Das freut uns natürlich. Aktuelle Bilder bestätigen das auch. Das ist maßgeblich auf die Stern-TV-Berichterstattung zurückzuführen und natürlich auf die Kampagne, die das Deutsche Tierschutzbüro gefahren hat. Das sogenannte Schweinehochhaus in Marsdorf bei Halle in Sachsen-Anhalt. Eine Ferkelproduktion auf 6 Etagen, die immer wieder in Kritik gerät. Jeder Tag, wo das Schweinehochhaus nicht in Betrieb ist, ist ein guter Tag. Und ich hoffe natürlich, dass es auch jetzt so bleibt. Das Schweinehochhaus wurde Ende der 60er Jahre in der DDR gebaut, galt bei der sozialistischen Führung als Prestigeobjekt für moderne Tierhaltung. 2018, zum ersten Mal installierten Tierschützer Kameras im Schweinehochhaus. Im März zeigte Stern TV die Aufnahmen, darin Sauen, die mit Gewalt aufgetrieben werden. Mitarbeiter, die sich nichts aus den Tieren zu machen scheinen. Boah, halt die Fresse! Ferkel, die nach der Geburt leiden oder auf dem Boden totgeschlagen werden. Hier hört man das Ferkel noch quieken. Dann Stille. Aber ob es wirklich tot ist, weiß niemand. Und deshalb ist es nach deutschem Recht auch verboten, Ferkel auf diese Weise zu töten. Aufnahmen, für die die Landtierschutzbeauftragte Hessens Dr. Madeleine Martin in unserem Beitrag deutliche Worte fand. Das sind Bilder, die machen mich wütend. Sie sind absolut überflüssig. Sie bräuchten in keiner Tierhaltung sein. Und diese Bilder gehören zum Staatsanwalt. Am Morgen nach unserer Sendung. Vor dem Schweinehochhaus. Polizisten und Vertreter vom Ordnungsamt. Eine unangekündigte Kontrolle, bei der Mängel festgestellt werden. Unter anderem im Haltungsmanagement, bei der Tierhygiene und beim Umgang mit kranken Tieren. Gegen 2 Mitarbeiter ergingen Strafbefehle wegen Tierquälerei. 1 Monat nach unserer Berichterstattung reagierte der Betreiber auf die Auflagen der Behörden. Er ließ das Hochhaus räumen, kündigte an, ein Konzept zu erarbeiten, wie die Schweinehaltung im Schweinehochhaus modern sowie noch tier-, menschen- und umweltgerechter fortgeführt werden kann. Von den großen Ankündigungen ist heute nichts zu sehen. Fast 50 Jahre nach seiner Entstehung steht Deutschlands einziges Schweinehochhaus leer.